Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Leipzig, hier ist Stempel mit René.de. Heute möchte ich mit euch eine Karte mit diesem Set Pfingstrosenpracht machen. Diese wird es also morgen auch bei meinem Workshop geben. Und wer nicht am Workshop teilnehmen kann, kann diese Karte zusammen mit der kleinen Verpackung, für die ich auch schon ein Video gedreht habe, als Mini-Workshop-Doku bei mir bestellen. So, ihr wisst ja, also Pfingstrosen, wir brauchen hier nur draußen zu gucken, gibt es in allen Farben. Angefangen von weiß über, ja, wie wir es nehmen, Blütenrosa, über leichte Rottöne bis zu ganz tiefen Chili, ganz tiefen Dunkelrot. Und das in dieser Farbe möchte ich also heute auch meine Karte mal machen. Es wird also heute bei mir keine helle, sondern eine dunkle Pfingstrose in Chili geben. Und ich verwende mal heute eine Sache. Ich verarbeite mal dieses Pergamentpapier, dieses geprägte Pergamentpapier aus der Celebration. Das ist noch übrig, das habe ich noch in drei Farben, hatte bisher irgendwie keine richtige Verwendung dafür. Aber jetzt ist mir was dazu eingefallen. Und als allererstes habe ich also hier mal ein Stückchen Farbkarton. Flüsterweiß 14,3 mal 10,0 cm, also hier als Kartenaufleger. In genau der gleichen Größe dieses Pergamentpapier. Das klebe ich hier drauf, ganz knapp am Rand. Und da man ja bei Pergamentpapier immer die Klebeflächen durchsieht, musste ich mir da also noch was einfallen lassen, dass das nachher verschwunden ist. Und das Ganze mache ich mit einem zweiten Stückchen Flüsterweiß ausgestanzt, ebenfalls aus der Größe 10,0 mal 14,3 cm. Das zeige ich euch aber gleich. So. Also erstmal klebe ich das hier auf. Jetzt sieht man diese ganzen Klebeflächen noch. So, und dann haben wir ja unsere ganz tollen Stanzformen, diese raffiniert bestickten Rahmen. Und davon habe ich einfach mal die größte genommen und habe aus einem Stückchen Flüsterweiß 10 mal 14,3 cm einfach mal diesen Rahmen ausgestanzt. Den lege ich mir zur Seite für irgendein Projekt, was ich später mal mache, und nehme dieses, um das hier oben drauf zu kleben. Und schon sind die Klebeflächen von meinem Pergamentpapier, meinen geprägten, verschwunden. Und das Ganze fungiert für mich sozusagen als Rahmen, auf die dann obendrauf meine Pfingstrose kommt. So, das klebe ich hier oben drauf. So, das ist sozusagen mein Kartenhintergrund, der dann hier auf diese Karte draufkommt. Damit, also mal so, das nicht ganz so nackt ist, habe ich von unserem Designerpapier, was es also zu der Pfingstrosenserie gibt, habe ich einfach mal ein Stückchen von dieser grauen Seite genommen. Das ist 15,2 cm und ich habe mir 3 cm Breite abgeschnitten und habe das ganz einfach auf beiden Seiten mit dieser Wellenform ausgestanzt. Und das mache ich mir hier unten als eine Art Bandrolle rum, in die ich nachher meine Pfingstrose sozusagen reinstecke. So, das mache ich mir also jetzt auch schon drauf.
So, das können wir ganz einfach schön nach hinten umschlagen. Das ist also sozusagen schon der Hintergrund, auf den jetzt meine Pfingstrose draufkommt. Die habe ich mir im Stemperadus bereits vorbereitet. Hier braucht ihr ein Stückchen Flüsterweiß, Farbkarton, etwa 9,5 x 9,5 cm. Ich habe es immer 10x10, da halten die Magneten besser. Jetzt tun wir das also mit Memento einfärben und abstempeln. So. Und da ich ja meine Karte in Chili habe, habe ich mir also auch meine Stamping Plants in Chili dafür genommen, in hell und dunkel, für meine Pfingstrose. Und die Blätter der Pfingstrose mache ich dazu in Olivgrün, ebenfalls hell und dunkel. Damit fange ich also auch an und im Anschluss an meine Pfingstrose. Ich mache beim Kolorieren immer als erstes den hellen Farbton, dann mache ich meine dunklen Akzente rein und gehe hinterher noch mal kurz mit den hellen drüber, um das noch einmal ein bisschen zu vermalen. Da wird es also einheitlicher. Da sieht man also die Übergänge zu dem dunklen Farbton dann nicht mehr so, sondern das verläuft dann regelrecht ineinander. Da habe ich meine Pfingstrose in Chili und Olivgrün. Die stanze ich jetzt noch aus, ganz kurz, und dann mache ich die Karte fertig. So, da ist meine Seerose, Pfingstrose. Die kommt also jetzt hier rein. Ich arbeite dieses Mal hier weniger mit Dimensionals, sondern mache also die Blüte auf eine Ebene, weil ich, sag ich mal so, ja dieses Plastische schon im Hintergrund von diesem farbigen Pergament drin habe. So. Schiebe ich die hier rein. Kleines Stück noch. So. Hier unten mache ich mittig noch ein Stückchen von diesem glänzenden, schimmernden Geschenkband drauf. Musik.
Das Ganze kommt auf meinen Farbkarton Chili. So, jetzt fehlt nur noch mein Spruch. Diesen habe ich also auch, den habe ich im Vorfeld bereits gestempelt. Mit dem ganzen Herzen bei dir. Ist ebenfalls aus unserem Stempelset Pfingstrosenpracht und ausgestanzt ebenfalls mit diesen raffiniert bestickten Rahmen. Das habe ich deswegen gemacht, damit wir also diese Form hier noch einmal in der Karte mit drin haben. Damit hier keine andere Farbe großartig drin auftaucht, werde ich mir jetzt unsere klassischen Strasssteine noch mit Chili einfärben. So, hier habe ich also ganz normal unsere Basic-Strasssteine. Und die kannst du also ganz einfach mit Alkoholmarkern in der entsprechenden Farbe, die du für deine Karte brauchst, einfärben. So, und das ist meine heutige Karte mit der Pfingstrosenpracht und wie gesagt, diesem schon etwas älteren geprägten Pergamentpapier aus der Celebration. Das war's, bis zum nächsten Mal. Wie immer, viele Grüße aus Leipzig, euer René.